der Schintau-Basistunnel. Er ist beschlossen, geplant, beim Bund für den Verkehrswegeplan gemeldet, ja sogar versprochen. Und doch tut sich nichts. Tägliche Staus und starke Abgas- und Lärmbelastungen in der Tübinger Südstadt sind weiter an der Tagesordnung. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Langsam aber sicher regt sich deshalb auch in der Region die Sorge, dass der Tunnel vielleicht niemals kommen könnte. Doch welche konkreten Folgen hätte das? Dieser Frage ist eine Studie nachgegangen, die gestern bei einer Veranstaltung der IHK Reutlingen, des Regionalverbands Neckaralb und des Vereins ProMobil vorgestellt wurde. Die B27 in Tübingen. Sie bildet die wichtigste Verkehrsachse der Region zwischen dem Zollernalbkreis und Stuttgart. Das hat Folgen, denn regelmäßig zu den Stoßzeiten kommt der Verkehr hier praktisch zum Erliegen. Für die Autofahrer und die Anwohner ist das eine dauerhafte Belastung. Doch damit sollte bald Schluss sein. 2011 gab es das Okay vom Bundesrechnungshof für den Schintau-Basistunnel. Aber auch zum Unmut von Eugen Höschele, dem Vorsitzenden des Regionalverbands Neckaralb, hat sich in Sachen Ausbau bisher nichts getan. Das Geld dafür fehlt, doch die Last drückt unaufhörlich. 30.000 Unternehmen, wir haben das mal recherchiert, und Handwerksbetriebe mit rund 200.000 Beschäftigten. Und da kommen noch die Pendler dazu, auch Tausende an der Zahl, haben täglich unter dieser Situation zu leiden. Und das ist ein gravierender Wettbewerbsnachteil, von den Staukosten volkswirtschaftlich ganz zu schweigen. Die Betroffenen vor Ort bräuchten mehr Gehör beim Bund, erklärte Höschele auch in Richtung der Bundestagsabgeordneten Martin Rosemann, Christian Kühn und Michael Dont. Was die Leute und die Unternehmer hier nicht wollen, das ist ein parteipolitisches Gezänk. Die Leute hier vor Ort, so empfinden wir das aus der Region, möchten jetzt einfach langsam Taten sehen. Doch was passiert, wenn keine Taten folgen, wenn der Tunnel nicht gebaut wird? Dieser Frage ist Professor Wolfgang Echelmeier vom Institut für Technische Logistik der ESB Business School nachgegangen. Und er hat herausgefunden, dass erhebliche Kosten entstehen würden, zum Beispiel durch Stau. Wir haben 30.000 Pendler, 200 Tage, die wir rechnen, 5 Kilometer Strecke, jährliche Staukosten von 2,3 Millionen. Hinzu kämen dann noch Kosten durch Unfälle oder Umweltverschmutzung. Zusammengenommen sei dadurch allein im Jahr 2013 ein geschätzter Schaden von 4,32 Millionen Euro entstanden. Bis 2033 könnten es rund 110 Millionen Euro sein. Das ist eine Schätzung, die beruht auf Annahmen. Und ist für mich aber doch recht imposant, dass tatsächlich da relativ viel Kosten entstehen. Und gut, wenn man der Methode folgt, dann werden irgendwann diese Kosten auch tatsächlich die Kosten des Bauwerkes übersteigen. Die liegen nämlich bei rund 200 Millionen Euro. Neben dem in Geld messbaren Schaden würde außerdem die Standortqualität weiter leiden. Auch die IHK hofft deshalb weiterhin, dass der Tunnel kommt. Wir müssen jetzt abwarten, wie unser Tunnel in Berlin angenommen wird. Wir waren früher mal beim Kosten-Nutzen-Verhältnis von 3. Durch die Kostensteigerungen, Sicherheitsmaßnahmen etc. sind wir gesunken auf 2,1. Das wissen wir. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht am Ende nur noch in die Röhre schauen. Das wäre für uns ganz schrecklich. Ein Funken Hoffnung auf eine Lösung des Problems bleibt, auch wenn bisher niemand sagen kann, wie lange die Menschen in der Region noch Geduld haben müssen.